Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Woche, mit dem nächsten Pflichtspiel. Wir machen nochmal einen Boost für alle, würde ich sagen. Und weiter geht's. So, persönliches, Weiterbildung bitte, genau. So, ist die erste Mannschaft jetzt mal soweit? Ja, ich würde gerne den... Da noch ein paar Spieler verkaufen. Der Magico zum Beispiel wäre auch eine Sache. Ja, das ist schon ein bisschen zu früh, ne? Den herzugeben einfach so. Bei wem läuft denn der Vertrag eigentlich aus? Ja. Aber dem Capitas, verstehe. Ja, bei dem Pinotti und so, da würde ich gerne den Vertrag verlängern, eigentlich. Genau, bei dem Pinotti machen wir das mal und bei Capizas. So. Bei Sandro und Porta warten wir mal ein bisschen. In der zweiten Mannschaft, die schaut es da aus. Gibt es nur die zwei hier. Na gut, der Welsmüller, den können wir... Der ist nicht mehr so wichtig, 35 Jahre bei dem Hirtlreiter. 4,5. Ah. Pass auf, den werden wir auch auf die Transferliste setzen. So, was macht die Jugend? Oh ja, der hier, Thilo Stadler. Interessant. Ah ja, geht jetzt nicht. Okay, ja, den müssen wir uns mal ganz gut hier warm halten. Also auf den könnten wir doch mal gucken. Ja, aber es wird dann zu viel, ne? Das ist eine gute zweite Mannschaft könnte ja spielen, ne? Oder auch Vertragsgespräch. Genau, Jugendspieler hochziehen. Genau. Den werden wir mal hochziehen, würde ich sagen. So, Fans, das passt noch. Wunderbar, weiter geht's. Fanclub besuchen, das machen wir am Dienstag. Saisoneröffnung machen wir am Mittwoch. Und go. Außen, außen. Wieso alles über außen? Durch die Mitte vielleicht mal, wenn es geht. Dann sind wir so
berechenbar. Das muss jetzt auch nicht sein. Passt. Weiter geht's. Pinotti, ja, der, was kriegt denn der momentan? 150. Ja, nicht schlecht. Pass auf, wir geben dir mal so viel, würde ich sagen. Müsste auch reichen, oder? Ja, das sieht gut aus. Mal zu akzeptieren. Dann der nächste. So bitte, ja. Würde ich vorschlagen. Nur ein Jahr, ne? Ja, okay. Besser als gar nichts, würde ich sagen. So. Thilo Stadler, den werden wir mal für die zweite Mannschaft nehmen. Und go. Wir machen weiter. Jawohl, mehr Besucher als letztes Jahr. Sehr gut. Pass auf, wer macht jetzt Ausdauer, Flanken und als nächstes dann Kreativität oder Schusskraft vielleicht besser, ja, Schusskraft. So, zweites Spiel. Ja, das wird auch wieder lustig. Wir bleiben so. Wie lange fällt die eigentlich aus? Na, noch 2 Tage. Okay. Ja, das passt alles so, würde ich sagen. Weiter geht's.
Neutral, genau. Eine Doppelspitze haben die. Dann machen wir hier auch bitte einmal Doppelspitze. Da, genau. Und go. Na, ob das gut gehen wird, ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ali, joi. Bremen ist natürlich Favorit, ist ganz klar. Schaut euch mal die Werte an. Hasenhüttl, gelb-rot. Ah, geht schon gut los. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir umbauen. Moment mal, lass mich überlegen. Aber wenn ich jetzt hier auf Halbstürmer spielen. Genau so. Und taktikmäßig. Oh je. Volle Attacke, nee. Tja. Wir spielen mal anderes Fußball weiter, würde ich sagen. Ja, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird noch ein langes Spiel werden. Lag setzt sich durch, sehr gut, aber es gibt 11 Meter, oder? Es gibt 11 Meter. Oh je. Ah! Gehalten! Oh, jetzt ist das Ding drin. Das war klar. Schwierig, der Ali. Wird gelobt, der spielt gut. Es ist schwierig. Wir spielen mal ein ruhiges Aufbauspiel. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung, aber wir probieren es mal. Ich muss da wechseln. Was wird's? O? O, J. Ist auch witzig. J-O. Ja, wir wechseln mal aus. Ich würde sagen, wir nehmen den Gabezas für den. Er würde nicht wechseln momentan. Ich wechsle aber trotzdem, mein Lieber, weil ich einfach der Meinung bin. Pass auf, von vorne nehmen wir den Pinotti rein. Als Entlastung. Und den Markreiter. Links, genau. Ich möchte eine Erklärung. Note 3,5. Uff, bitte.
Gott, was nehmen wir denn? Schlechte Leistung? Taktische Gründe. Okay, plausibel, alles okay. Wunderbar. So, wir tauschen wieder ein bisschen taktikmäßig. Aber ich glaube, das bringt nichts mehr. Ja, jetzt ist durch das Thema. Jetzt können wir auch wechseln, großartig, weil das macht sowieso keinen Sinn. Jetzt wollen wir die gelben Karten verhindern hier. Schade. So, weiter geht's. Ergebnis, ach, blöd, Leistung Mannschaft. Ergebnis ist schlecht. So. Ja, wunderbar. Übertrieben. So. Gut, wunderbar. Aber Bremen ist nicht unser Maßstab, ne? Das ist unser Motto, ne? Wir müssen erstmal die Klasse halten. Bremen will ja aufsteigen, vermute ich mal. So, Tasmania Berlin, das ist schon eher unsere Kragenweite. Und zwar jetzt hier in Sachen DFB-Pokal. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Woche. Weiterbildung, genau. Medizincheck. Müssen wir kurz Leute besuchen, würde ich sagen. Oje, Mini. Was ist denn hier alles los? So, ich schau mal kurz in die zweite Mannschaft rein, was der hier macht jetzt. Thilo Stadler spielt. Der Onesti. Den werden wir auch verkaufen. So. Wir können hier nicht alle behalten. Dann würde ich sagen, wieder ein paar Spieler schicken. So, das reicht. Und wir machen weiter, würde ich sagen. Hier machen wir wieder aktive Erholung und hier machen wir bitte
Wo ist denn hier die Generation? Ja, Gymnastik, genau. Das andere passt soweit, würde ich sagen. Ja, go. Du trainierst kurze Pässe als nächstes. Und dann bitte an der Technik. Gute Besserung. Gute Besserung, genau. Und der nächste. So, jetzt haben wir alle durch. Das sind Summen, Gottes Willen. Ramudovic bekommt ein Angebot. Ja, das wollen wir natürlich wahrnehmen. Termin vereinbaren, bitte. Genau. Und zwar ist auch schon wieder lange dabei. Auch schon wieder 5 Jahre fast. Ja, hat seine Schuldigkeit getan, sage ich mal. Wir wollen aber bitte ja, ein bisschen mehr, so 1,2, wenn es geht. Und 10% Weiterverkauf. Ja, ja, würde ich sagen. Knapp, knapp, knapp. Ja, den verkaufen wir auf jeden Fall. Angebot zu akzeptieren. Tschüss. Ja, wir bauen um. Ja, wir müssen schauen, dass wir in der zweiten Bundesliga uns irgendwie festkriegen. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. In Sachen Aufstellung. Wieso spielt der Weidinger nicht? Der ist ja fitter. So, bitte. Genau. Also, Ramuzovic ist weg. Ja, wir bleiben bei dem 4-3-3. Das ist ganz gut. Normalerweise, würde ich sagen. Ja, der Rest bleibt. Und go. Extrem offensiv lassen wir mal. Das machen wir so. Das reicht auch. Normalerweise gegen die. Abseitsfalle machen wir mal so. Der Rest passt. Bitte Pressing hartnäckig. Ja, regelmäßig machen wir mal. Das passt auch. Dann eine Spitze wird gedeckt. Das reicht. Galliger und ekliger Gegner. Und den anderen Käse sparen wir uns. Das müssen wir auch so schaffen, normalerweise gegen die. Alles andere wäre ja peinlich, ne? Ali, komm! Yes!
Oje. Der Ausgleich. So. Da müssen mehr Action hier rein. Extra Motivation, würde ich sagen. Oder? Ja. Taktik, halt, Taktik ändern. Ja, das lassen wir mal so. Ich hab das Gefühl, meine Kabinenpredigten bringen wenig bis gar nichts. Aber eins schwöre ich euch. Die Konsequenzen morgen, die werdet ihr länger spüren. Wir machen ein Konditraining, das meinst, die Hälfte ist nur. Ja, das habe ich aus einem Erziehungsratgeber für Schulkinder. So, weiter geht's. Kann nicht so schwer sein hier, oder? Gegen Tasmania Berlin. Das müssen wir ja schon hier beherrschen, ne? Obus, hau rein. Yes. So ist richtig. Ah, mühsam, mühsam, mühsam heute. So, wir wechseln mal aus, bitte. Das ist ja mühsam hier alles. Pass auf. Wir werden vorne Pinotti einwechseln. Dann rechts den Otto. Ich will keine rote Karte jetzt haben. Was will der? Den Rosell für den... Okay, nehmen wir halt den Rosell mal rein. Und dann würde ich sagen, wenn wir weiter... müssen wir zurück auf kurze Pässe gehen. Go. Ah, der entscheidende Treffer. Wichtig. Jetzt müsste das doch geholfen haben, hoffe ich. Yes. So sieht es aus hier. Genau. Wunderbar.
Na, pfeif ab, komm. So, das war's. Jawohl, nächste Runde. Oh, Ali Nasir oder Nizar. 9,2. Ja, so soll's sein. So, schauen wir mal, gegen wen wir spielen dürfen. Gegen Gladbach, jawohl, zu Hause. Wunderbar, passt. Magico, ja. Den würde ich jetzt auch gerne hergeben. Falkenbergs, gegen die wir unser Testspiel hatten. Interessant. Hat uns auch weitergeholfen, so ist nicht, ne? Oh, ist von Anfang an mit dabei. Ja. Aber der passt halt jetzt leider nicht mehr in unser Spielsystem, ne, weil ich spiele ja jetzt mit zentralen Mittelfeldspielern und da ist jetzt die Frage, ja klar, wir werden den jetzt abgeben und dann hätte ich doch gerne einen für die Innenverteidigung geholt. So würde der Plan laufen. Ja. Ein Angebot. Ja, genau, 11,2. Ja, klar. Zum Superpreis. Nee. Zum Sparpreis. Genau, 7,5 Millionen. Alles klar, ne? Ablehnen. Um Gottes Willen. So, ich möchte ja schon meine 10 Millionen haben und wenn es geht, dann schon meine 2,2. Magico, das war's, würde ich sagen. Vielen Dank. Ja, so akzeptieren. Kontakte verbessert nach Frankreich. Patrick Hopsch steigert sich mit 30 immerhin noch, ne? Na, schau her. Oh, Timon Obermeier aus der zweiten Riege. Interessant. Matthias Fechner ebenfalls aus der zweiten Riege. Na, den Olli Weider gebe ich euch nicht. Ne, der bleibt bitte. So, was ist hier los? Dritter Spieltag. So. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, machen wir hier an dieser Stelle eine Pause. Ihr seht, ja, zweite Bundesliga ist schon etwas, wie soll ich sagen, von der Taktik her anspruchsvoller. Da muss man überlegen, ja, welche Spieler man jetzt abgibt, um dann hoffentlich langfristig dann ja, das Richtige zu tun. Ich kann nur falsch liegen, in Anführungsstrichen, oder richtig. Ne? Wichtig ist, dass wir die Klasse erhalten. Wenn es euch gefallen hat,
bitte einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir die zweite Liga halten, dann gerne ein Abo, ne, den roten Knopf unter dem Video drücken, alles kostenlos. Und rechts oben die Playlist nicht vergessen für die ganze Staffel. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.